Dann nochmal willkommen zurück zu Idle Champions. 40 Kohlstacks Farm ist so anstrengend, ja, hatte ich bislang auch noch keinen Nerv zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Mikro ist überbewertet. Ich bin ja immer noch versucht, zum Streamen ein anderes Mikro zu verwenden, wofür ich aber auch einen anderen Mikroarm bräuchte, weil der Mikrofonarm hält das Gewicht von dem anderen Mikro nicht. Ist einfach zu schwer. Der macht dann direkt den hier und kippt weg. Mal gucken. Die Thomann-Bestellung steht ja noch aus. Schauen wir mal. Stream in Zeichensprache. Muss reichen. Wusstest du, dass das jetzt kommt? Ja, es war auch irgendwie offensichtlich. Ich meine, alternativ hätte ich halt auch den machen können. Aber... So, Merv noch mit rein und dann können die hier vorne mal weg. Habe ich eigentlich irgendwelche Specializations noch nicht geholt, die ich brauche? Nee, alles gut. Außer... Achso, ja, du bist gar nicht drin. Dit geht. Was macht ein Ditter eigentlich? Ach so, das ist die Geschichte. Ja, okay. Hat eigentlich irgendwer, der gerade im Chat rumhängt, halbwegs Plan von der... Also nicht unbedingt... Ja, ich sag mal so teils D&D-Lore. Also es muss jetzt nicht nur konkret Idle Champions Lore sein, sondern auch allgemein irgendwie Dungeons and Dragons Lore. Da gibt es ja verschiedene Story-Stränge. Es gibt ja auch verschiedene Kampagnen, die alle schon irgendwie sowas Eigenes haben. Gibt es da eigentlich irgendwas? Also wahrscheinlich am ehesten, würde ich mal vermuten, entweder Baldur's Gate oder Waterdeep. Gibt es da irgendwas, was so ein bisschen Lovecraftschen Einschlag hat? Also ich fand es halt in Baldur's Gate mit der ganzen Dreamworld und so, das hatte so, war so leicht angehaucht. Und hier hast du ja jetzt die ganzen Sachen mit Wahnsinn und hörst du Stimmen aus dem Schatten und so. Das ist auch so ein ganz leichter Hauch davon. Wobei das jetzt nicht irgendwie Lovecraft ungefähr eigen ist, es ist halt auch nur, also, oder nicht von Lovecraft erfunden wurde, ist glaube ich eher nur was Lovecraft auch viel mit genutzt hat. Aber ja, die ganzen Illithi-Dingsies, wie auch immer man die ausspricht, die sind vom Design her auch schon so ein bisschen Lovecraft auf jeden Fall. Die hatte ich auch schon mitgesehen. Ich finde halt gerade der Beholder hat auch irgendwie so ein Stück weit was von einem irgendwie Great Old One. Also er könnte zumindest gut einer sein, sagen wir es so. Könnte langsam auch mal so nach... Wie vielen Folgen sind wir jetzt? 55 oder so? Vielleicht nochmal ein paar neue Songs für die Playlist raussuchen. Ja, okay. Ich glaube, ich muss langsam den Vorhang zumachen. Die Sonne wandert runter. Runter? Also auch runter, aber rum wollte ich eigentlich sagen. So langsam sehe ich auf dem einen Monitor nicht mehr so viel, weil es blendet. Goldfind, okay.
Ach so, das ist quasi nur, was wie viel Goldfein bringt, ja? Okay. So sieht das ganze Ding aus. Es ist schon recht unübersichtlich auf jeden Fall, aber ich finde es schön, dass die Schriftfarben halt, also dass die Schrift, also dass die einzelnen Beschreibungen halt jeweils die Farbe haben von dem, was sie halt anzeigen, die Farbe aber auch nochmal davor steht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was zur Hölle ist eine Purple Specialization, bis ich dann gerallt habe. Ja, Purples stellt einfach Specializations dar, danke. So. Von ihrer Art her nicht ganz so wie die großen Alten vom Necronomicon. Nee, ich meinte jetzt auch nicht, dass da irgendwie konkret was abgekupfert wurde oder ob es da was gibt, sondern eher was, was halt so einen Lovecraftschen Einschlag einfach hat. Also hauptsächlich storymäßig, halt gar nicht unbedingt von irgendwelchen Bossgegnern her. Was ist denn schwarz? Base Goldfeind. Okay, Morgan senkt den Goldfeind-Bonus. Cool Stacks 21 bis 40 off the charts, auf jeden Fall. Das ist halt schon absurd. Freely ist halt auch. War mir gar nicht so bewusst, dass der auch so viel Goldbonus bringt. Oder bringen kann. Halt auch irgendwie so gefühlt durch 12 Kleinigkeiten. Müsste ich mir vielleicht auch irgendwann mal Freely zuholen. Schau dir mal an, wie Krull abgeht. Ja, haben wir gerade schon gesagt. Also allein 10 Pilferstacks sind halt schon ordentlich. Definitiv. Definitiv ist halt Makos mit der Specialization auf das erste gar nicht verkehrt. Also das hätte ich nicht so stark eingeschätzt. Das ist halt echt eine Überlegung, wenn man den nicht schon irgendwie anders gespeckt hat, dafür einfach nochmal mit reinzupacken. Markus bringt nichts für Asaka? Nicht? Ich weiß gerade nicht, was die Specialization sagt, ehrlich gesagt, müsste ich kurz nachgucken. Ja, das war der falsche Button. Hilfe, hier wollte ich hin. Achso, when Makos lands the killing blow. Ja, okay, bringt halt einen Scheiß. Weil er das halt einfach nicht tun wird. Weil in Asaka-Formationen halt keiner einen killing blow landet. Landet vor allem. So, Zeit für den Vorhang. Es hilft nichts. Oh Gott, das ist so viel angenehmer für die Augen. Traumhaft. Lovely. Habe auch festgestellt, ich brauche fürs Homeoffice, und das wäre halt total gut fürs Homeoffice, irgendwie so hinter dem anderen PC, also der steht halt so halb im Raum, also der Tisch ragt so eher in den Raum rein und dahinter ist noch ein bisschen Platz. Gibt es die Goldfein-Tabelle auch in Discord? Noch nicht, aber gleich. So, Link ist da und angepinnt ist jetzt auch.
Wenn es jetzt noch laden würde im Discord, wäre super, aber ist mir eigentlich auch wurscht. So, was ist hiermit eigentlich? Achso, das war das Ding. Okay. Na, das war die falsche Ulti. Verdammt. Na egal. Warum haben wir eigentlich keinen Taskmaster auf Catty Bree? Familiar meine ich. Nicht aktiv? Doch, okay. Ist traurig, dass ich gerade sagen wollte, das Spiel kam mir so langsam vor, oder? Ist halt so. Ich habe nichts gesagt. Könnten schon mal gucken, was wir als nächstes noch für Variants machen. Wir brauchen danach noch vier nur noch. Okay, voll gut. Wir machen gerade das hier. Stärke 13 oder weniger und 275. Da habe ich nicht so viel Bock drauf. A Death Kiss takes up a slot in formation. Drains Champions health over time. Champions with higher con score take less damage. Ja, okay, das ist halt easy. Also das können wir auf jeden Fall noch machen. Dreams of Beholders ist, glaube ich, relativ flockig zu machen. Boah, Vault of Dragons möchte ich eigentlich nicht machen, weil Vault of Dragons ist der 50er Boss Hard Cancer. Ich habe gar keinen Bock drauf. Und die gehen halt relativ weit. Also verhältnismäßig. Das ist halt auch noch relativ easy. Also ja, es ist halt weniger ein Goldfeind, aber bis 300 sollten wir trotzdem kommen. Das geht schon. Only Champions with Wisdom 12 or lower. Ah, das könnte knackig werden. Vault of Poison ist ziemlich ätzend. Wow. Really? Willow's Displacer Beast Companions arrives at every boss level. Intent on stopping us from destroying Willow Wood. The Displacer Beast is tough to hit. When it first spawns, each attack has a 1% chance of hitting? What? With each attack, your team gets better at finding the Displacer Beast's true location. Wow. Klingt auch ein bisschen anstrengend oder klingt eher langsam. Wait, what? Klingt eigentlich nach was, was ich machen möchte, aber es ist halt so Champions mit Wisdom 13 oder lower und Intelligence 13 und lower ist halt auch schon so halt hart eingeschränkter Hero Pool. Da müsste ich erstmal gucken, ob ich da überhaupt irgendwas reißen kann. Whenever you change perspective between Sea Deeps and Alter Deep, areas 1, 21 und 41, the party is affected by a different Elder Rune. The Bane effect of the Elder Runes will persist until you change perspective again. Okay, wir kriegen also halt immer einen regelmäßigen Debuff. Wait, what wird lustig mit Strahd? Ist das mit Strahd überhaupt machbar? Ah ja, doch, auf jeden Fall. Du kannst dann halt nur Champions nehmen, die exakt Intelligence 13 haben und dazu noch wenig Wisdom. Gott, das sind halt super wenige, oder? Da bestimmt nur so 5, 6 Stück. Okay, also Elder Rune Attack, würde ich sagen, ist noch machbar. Ja, Flameskull War... So, Flameskull War machen wir gerade nicht, ne? Ne, Flameskull War ist dann auf jeden Fall noch machbar.
Madness Grows machen wir gerade, oder? Ach nee, haben wir übersprungen, weil nur 6 Slots, das war's. Das machen wir gerade. Wie viele Champions habe ich denn, die Stärke 13 oder weniger haben? Muss ich mal ganz kurz gucken. Hero Table Stats maximal 13 Update. Okay, Turiel, Regis, Jalaxle, Calliope, Shandy. Namen habe ich vergessen. Hitch, Melkos, Averyn, Penelope. Also wir kriegen die Formation auf jeden Fall voll. Die Frage ist, kommen wir mit dem Gerappel bis 275? Sollte eigentlich machbar sein. Also die beiden wären auf jeden Fall auch noch eine Option, denke ich. Weiß halt nicht, ob ich doch nochmal noch einen Favor-Farm-Run irgendwie einbringen sollte. E13 Favor in der Kampagne ist jetzt halt nicht die Welt. Ist E13? E13. E16. Aber trotzdem, da ist definitiv mehr drin. Irgendwie klappt der Data Viewer bei dir gerade nicht. Kann auch ein User-Fehler sein. Weiß ich nicht. Warum? Gottverdammte Kamerahelligkeit. So. Die Filter perfekt eingestellt und er zeigt denen 16er Inchamp an. Für Strat Wait What oder allgemein für Wait What? Also ist eigentlich völlig egal. Strat Wait What, okay, erstmal Strat reinpacken. Nee. Also ich habe in den Stats einfach Min und Max Intelligence auf 13 gesetzt. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Warte. Jo, funktioniert bei mir. Warte. Also ich habe Strat, ob du Strat hier drin hast oder nicht, ist dann, glaube ich, egal. Ich habe einfach Stat in 13 bis 13 gesetzt. Sieht gut aus, möchte ich behaupten. Der andere Stat fehlt noch. Was war doch gleich der andere Stat? Wo war Wait What? Oh Gott, erstmal wiederfinden. Ganz unten. Okay. Wisdom maximal 13, okay. Stimmt. Dann funktioniert es plötzlich gar nicht mehr. Spannend. Wenn wir Strat rausnehmen, also Strat ist dann ja letztendlich egal. Funktioniert es trotzdem nicht. Okay. Naja gut, aber 13 oder weniger war es, ne?
bei Wisdom. Das kann man sich dann noch einigermaßen per Hand raussuchen. Gottverdammt. Ja, 13 oder weniger. Da kann man dann... Das sind Triss, Criddle, Regis, Shandy, Birdsong und Averyn. Das sind immerhin 6 Stück. 6 oder 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Das ist nicht so viel. Feeds noch einschalten rechts. Dann sind es natürlich schon deutlich mehr. Moin, Anu. Ah, okay, wenn du hier zwei Stat-Filter setzt, macht er halt entweder oder und nicht und. Kann man das irgendwo einstellen? Nee, ne? Filter Mode. And. So, dann geht's auch. Dafür ist der Filter Mode da. Et voilà. Funktioniert, wie es soll. Man muss es nur richtig einstellen. Und Korea schon fertig? Nee, wir brauchen nach dem laufenden... Variant noch 4 Variants, bis wir Ulquoria angehen können. Aber hey, das heißt, wir haben in der Zeit, wo du weg warst, 5,5 Variants geschafft. Das ist halt ganz ordentlich. So, wir können auch einfach mal wieder aufs Spiel zurückgehen. Glaube ich, oder? Lass mich zur Sicherheit nochmal gucken. Wir müssten jetzt bei 40 von 45 sein. Ja, genau. Also nach dem, was läuft, noch 4 Stück. Du bist gerade bei Area 300 im Recruit und es dauert. Hm. Ich habe das Gefühl, das hier dauert auch noch ein bisschen. Also das geht noch, aber so die... Also es wird langsam, oder ich komme langsam an den Punkt, wo ich sage, so, na, will ich vielleicht doch nochmal Favor fahren, weil jetzt noch 4 Variants hinterher schieben, wird auf jeden Fall nicht ganz so fluffig wie alles, was wir bislang im Moment machen. Also ich glaube, da könnten so ein, zwei mit bei sein, die doch noch ein bisschen knackig sind. Schauen wir mal. Bis wohin müssen wir hier? Ah, 225. Ja, geht. Das geht. Wasser holen. Wie sieht's hier aus? Nice. Dann muss ich da noch nicht resetten. Gute Sache. Haben wir eigentlich inzwischen die 8000 Areas für die Hälfte von Level 3? Falscher Button. Ja, easy. Läuft. Gute Sache. Das Recruit hat super viele Armored-Gegner auch, ne? Einfach. Also, allein das ist halt schon Cancer und dann. Nur Champions with magic base attacks can be used. But a few extra helping hands tag along as well. Oh wow. Da habe ich doch schon super die Einschränkungen. Also das mit den Factions ist, glaube ich, noch relativ wurscht. Aber nur Magic Base Attack, da habe ich gar nicht so viele. Ich weiß, wo ich das nachgucken kann.
Aber das sind echt nicht so viele. Kann ich das tatsächlich eventuell auch im Data Viewer nachgucken? Kann ich das im Hero Table machen irgendwie? Kann ich das danach filtern? Nee, ne? Misc. Ah, nice. Magic. So, Visual Party Builder. Gib mal her. So, Turian und Esmeralda in Slot 1. Und die beiden auf jeden Fall. Jo. Im Zweifelsfall noch als Heiler. Jo. 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 Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind halt nur 8 Slots, die wir belegen können. Aber viel mehr werden das auch insgesamt nicht, ne? Ich meine, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 9 werden es halt maximal. Uff. Da komme ich auf jeden Fall nicht mit bis 400. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Da muss ich auf jeden Fall Favor farmen. Jalexo geht auch. Nahili auch. Wait, what? Ah, okay, die Extra Helping Hands kann ich hier natürlich nicht einstellen. Geht irgendwer aus Slot 12? Außer Arken? Ich glaube, da will ich trotzdem vorher Favor für farmen. Außer ihm, nein, okay. Also gehen prinzipiell fast alle Evergreens, würde ich mal vermuten. Na, Averyn geht halt, das ist schon relativ nice. Der ist ja auch Magic. Das ist halt ganz gut. War der ausgegraut? Ich hab's jetzt gerade schon zugemacht. Warum ist denn, liebe Webcam, ob du behindert bist? Automatische Belichtungsänderung extra ausgestellt. Gott, die Cam laggt auch gerade voll, oder? Also ist super laggy gerade. Ich komme mit der Framerate überhaupt nicht hinterher. Sekunde. Macht's das besser? Nein. Vielleicht im Zweifelsfall den Stream mal neu starten. Das geht gerade überhaupt nicht. Was für ein Lagfest. Hauptsache, das Spiel läuft flüssig. Wieder anmache, läuft das da. Okay, und dann läuft es wieder. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Gut, liebe Webcam, wenn du das Licht oder die Belichtung halt selber regeln willst und dann wieder flüssig läufst, dann mach halt. Ist halt total bescheuert. So, wenn die Cam halt mehr aufwenden muss, um die Belichtung halt automatisch beziehungsweise halt on the fly anzupassen. Fett. Läuft sie nicht vernünftig, aber. Läuft sie vernünftig? Wenn ich sage, nee, hab halt eine feste Beleuchtung, läuft sie nicht vernünftig. Vielen Dank für den Prime Sub, Anno. 4 Monate, Mann. Danke. Das sind schon fast 4 Jahre. Vielen, vielen Dank.
So, 5 Areas noch, dann haben wir das Gerecker auch durch. Ich glaube, da mache ich jetzt noch einen Variant und dann mache ich im Stream auch eher Feierabend. Dann werde ich nämlich erstmal in aller Ruhe einen Farmrun angehen und hier tatsächlich nochmal mehr Favor farmen. Dann versuchen wir mindestens so auf E19 hochzugehen, was eigentlich locker machbar sein sollte, wenn nicht mehr. Mit Weekend-Buff auf jeden Fall, also wahrscheinlich sogar eher E20. Mal gucken. Mal gucken. So, der 25er Boss ist doch jetzt 100 pro nochmal Armored, oder? Wenn wir da jemals hinkommen. Hast du eigentlich alle Patrons frei? Nee, Strahd fehlt noch, dafür habe ich noch nicht genug Champions. Da fehlen mir noch 6 Champions für. So, dann ist das auch abgehakt. Nice. So, was war jetzt noch easy zu machen? Flameskull War, hatte ich gesagt, ne? Bis 250. Madness Grows nicht. War davor noch irgendwas? Was war hier? Strike ist bis 300. Das müsste eigentlich relativ easy machbar sein. Und die sind alle easy bis auf das letzte Feld. Vergiss nicht, du hast einfach E4 Favor mehr als ich. Das macht schon nochmal einen Unterschied. Oder sogar E6 Favor mehr. Wie viel Favor hast du? E22? Vor nur E18, okay. Na gut, dann sollte das mit E16 auch einigermaßen machbar sein. Aber egal. Egal. Lieber das jetzt noch mitnehmen und dann farmen und den Rest dann richtig entspannt machen, als jetzt groß überlegen zu müssen. Oder sich eventuell unnötigerweise Gedanken drum zu machen. Ich möchte eigentlich ganz gerne... Möchte ich Donar drin haben? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich tatsächlich lieber Killek drin haben. Und zwar damit und dann, ja, du gehst mal dahin, du gehst mal dahin, du gehst mal hier hin. Okay, das Vieh macht schon ganz ordentlich Schaden. Nicht eben wenig. Was ich halt ganz cool fände, ist, wenn hier bei der Patron, also beim Freischalten immer noch dran stehen würde, genau wie bei Myrd ursprünglich, wie viele Level, also wie viele Loot-Level man hat, dass hier auch dran stehen würde, wie viele Champions man hat. Also ja, man kann das bestimmt irgendwo bei den Achievements nachgucken. Gibt es hier noch eins für Unlock so und so viele Champions? Weiß ich gar nicht. Nee, gibt's tatsächlich nicht. Also man muss das wirklich durchzählen. Das ist schon ein bisschen anstrengend.
Wochenende auf E31 Torms Favor hoch. Nice. Torm habe ich aber auch echt lange nicht mehr gefarmt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Blacksmith Contractors zählen am einfachsten. Ich weiß, wie viele ich habe. Also, ich weiß, ich habe 35. Aber es wäre halt trotzdem nett, es einfach irgendwo stehen zu haben. Eine Stats-Page wäre halt prinzipiell ganz nice. So grundlegend für diverse Sachen. Auch für so Stats, die eigentlich keiner braucht, aber die irgendwie mal so nice to have sind, wie Silver Chests opened, Gold Chests opened, Feeds dropped. Sowas. Fände ich durchaus okay. Gott, was haben die denn geraucht? Übrigens definitiv ein Pluspunkt für Idle Champions, auch wenn sie anstrengend sind. Coole Bosse. Oder ist das eher ein Negativpunkt für Crusaders, dass die Bossmonster halt total egal und langweilig sind? Also sie sind vielleicht gar nicht langweilig, aber man sieht sie einfach nicht. Sie halt einfach instant wegploppen. Also so nervig die Armut-Bosse sind. Ich finde das wieder noch. Stell dir mal vor, wie du abkotzen würdest, wenn die lange leben. Ja, ich glaube, bei Crusaders ist auch einfach der große Unterschied, dass du halt nicht irgendwie 300 Areas gehst oder 500 oder 800, sondern eher so 8000. Und wenn du da halt alle 50 Areas einen Armut-Boss hast, ist halt einfach nicht geil. Wobei es letztendlich für, also das sind ja dann auch Freeplays beziehungsweise halt Dungeon Runs, was nochmal was anderes ist. Man könnte es ja in Crusaders letztendlich so einrichten, dass man relevante Bosse oder die halt wirklich sowas wie eine Herausforderung sind, einfach nur in die einzelnen Objectives packt und nicht in die Freeplays bzw. Dungeons, wo du wirklich nur farmen willst. Ich finde es halt in Crusaders einfach schade, dass man die Monster in der Regel, die teilweise auch echt ein cooles Design haben, einfach nicht sieht. So, das ist so die Sache. Also bis auf wenige Ausnahmen halt. Aber so Standard-Monster und Standard-Boss-Gegner siehst du einfach nicht, weil sie instant weg sind. Und das ist halt nicht so geil, ehrlich zu sein. Warum sitzt er weiter oben und ist blau? Schwebte er gerade und war durch den Beholder gestunt? War das das? Keine Ahnung, was der Beholder für Attacken macht.
Gibt es irgendwas? Ach, 225 haben wir. Ah, das geht schon irgendwie. Das geht schon. Gott, und wenn wir dann irgendwann Ulquoria haben, steht auch noch Baldur's Gate pushen an, und Baldur's Gate hat einfach so viele Armut-Gegner. Das ist einfach nicht feierlich. Der irgendwie schon ein paar Sachen gemacht, irgendwie gestern Abend bzw. heute Vormittag. Och. Schon ein bisschen anstrengend. Ja, bei wie vielen? Um das letzte Mal anzupassen. Krass. Wir haben diese Woche halt voll den Riesensprung gemacht. Also wenn wir das fertig haben, haben wir diese Woche einfach mal fast 50 Adventures bzw. Variants fertig gemacht. Und dazu noch sämtliche Weeklies von den beiden Patrons, die ich freigeschaltet habe, und das komplette Event. Also abgesehen davon, dass ich dann auch Freeplays machen kann, aber das war schon eine Menge. King Waves eskaliert so sehr weg. Oh Gott, ich bin einfach so froh, dass ich keine Dungeons mehr spiele. Also in Crusaders. E 2350 Schaden auf Area 4000. Also Gott, ich bin so froh, dass ich dieses Spiel aufgehört habe, ne? Ist einfach absurd. Also sorry, aber nein. Making Waves ist ein Objective von den Dungeons oder eine Formation in den Dungeons. Eine der wenigen mit 15 Slots, glaube ich. Also ist halt das Crusader, das auch von Lost Idols einfach. Aber ja, Michael Cindy geht durch Hilda wieder ganz gut, das stimmt wohl. Und Michael Cindy ist irgendwie deutlich entspannter als Victor Leprechaun Tech Propagation. Es ist prinzipiell alles besser als irgendwie Tech Mimic My Ass Propagation. Ich bin einfach so froh, dass es in diesem Spiel keine Mimic-Fähigkeit und keine Propagation-Fähigkeit gibt. Also, es gibt Propagation so halbwegs, aber nur auf Arken und da auch nur sehr, sehr eingeschränkt. Es ist auch nicht wirklich Propagation. Es ist halt, ja, es ist auch so halb. Es ist einfach so, oh Gott. Und dadurch entsteht in Crusaders einfach so ein unkontrollierbarer Scheiß, den du halt nie wieder vernünftig skaliert oder gebalanced kriegst. Ich frage mich, inwieweit es eskalieren würde, wenn man in Idle Champs eine Formation mit 11 oder 12 Slots hätte. Ich glaube nicht so sehr. Also würde dich auf jeden Fall weiterbringen, einfach weil du einen weiteren Buffer reinpacken kannst, klar. Aber der entscheidende Punkt ist einfach, dass du eben keine total absurden Formation Abilities hast, die super wegeskalieren. Also es ist halt nicht so, dass du plötzlich ein weiteres Propagation-Ziel bekommst, was dann nochmal irgendwie noch mehr Tags an irgendwas weiter verteilen kann, und es ist halt so.
Also ja, es bringt dich halt, glaube ich, schon echt irgendwie ganz ordentlich weiter. Aber es ist trotzdem einfach kein Vergleich. Nachgucken, was für sinnlose, seltsame Twitch-Emotes ich wollte. Habe eigentlich einen Emote gesucht, den ich aber nicht mehr habe. Dann festgestellt, ja, was habe ich hier alles für sinnlose Emotes, bei denen ich nicht mehr erkennen kann, was da an Text draufsteht. Hell. Durch die Glitchcon ein paar bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich durch die Glitchcon welche dazu bekommen habe. Ich habe da ganz ehrlich auch nur so 10 Minuten reingeguckt und fand es dann echt gar nicht mal so doll, um ehrlich zu sein. Also war halt an sich gut gemacht, aber ich fand es halt thematisch einfach nicht interessant. Was aber auch einfach daran liegen könnte, dass ich sonst halt irgendwie Twitchcon schon nicht gesehen habe und dann erst recht irgendwie Glitchcon auch eher so mäßig spannend finde. Ah, doch, ist. Hä? Ist ja doch noch da. Eigentlich habe ich. Den habe ich gesucht, warum ich den eben gerade nicht gesehen habe. Keine Ahnung. Was ist, war Glitchcon? Glitchcon ist einfach das Online-Event für die Corona-bedingt ausgefallene Twitch-Con. Läuft noch? Nee, müsste vorbei sein. War so ein 12-Stunden-Event von gestern Abend 19 Uhr bis heute Morgen um 7. Also was natürlich amerikanischer Zeit dann irgendwie deutlich entspannter ist. Wahrscheinlich so von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Zumindest Westküstenzeit. Ja, war halt einfach so ein auf dem extra, also auf dem offiziellen Twitch-Kanal so ein 12-Stunden-Event mit irgendwie ganz, ganz vielen verschiedenen Streamern und ganz vielen Unterteilungen mit. Oh, wie heißt denn das jetzt? Mit irgendwie, keine Ahnung, Cosplay-Gedöns und halt so irgendwie ganz viel Kram, was man sonst auch auf der TwitchCon hat, aber halt irgendwie so gut es geht in reines Online-Format verpackt. War halt an sich eine ganz coole Idee, hat mich halt nur thematisch jetzt einfach nicht so wahnsinnig abgeholt. Ich hab's aber auch irgendwie gestern erst. Keine Ahnung, 10 Minuten bevor es losging, total zufällig mitgekriegt. Weil es halt einfach in den Recommended Channels aufgetaucht ist. Apropos, kann man schon mal einen Blick drauf werfen? Ist irgendwen, den ich gleich hosten kann? Nicht wirklich. Zumindest keinen, den ich kenne. Was anderes gucken. Das ist auch einfach ein unkommentierter Stream. Ich habe gerade mal geguckt, ob es irgendwie einen anderen Idle Champion Stream gibt, aber der ist, glaube ich, echt ohne Kommentar. Wie lange willst du heute noch Idle Champ streamen, bis das Variant durch ist? Also nicht mehr lange. Keine Ahnung, Viertelstunde noch oder so, würde ich mal schätzen. Und sie haben neue Features angekündigt, nämlich nichts und nichts. Oder geht gerade dein Copy-Paste nicht richtig? Oder war es wirklich gemeint als nichts und nichts? War Absicht so, okay.
Ja gut. Okay, dann hoste ich gleich wohl niemanden. Bedauerlich. Was zum Abschluss gleich? Was mache ich zum Abschluss gleich? Viel Erfolg beim Tomatensauce kochen. Ein Tag. Ja, alles klar. Sollst du bekommen. Gott, da muss ich mir den Text raussuchen. Das habe ich ewig nicht gespielt. Und ich muss vor allem die Uke stimmen. Das kann ich nebenher schon mal machen. Schief. Sekunde. So. Klingt besser. Gibt es irgendwo eine Liste mit den Songs für die Uke? Steht da mit bei. Ich kann das tatsächlich auch nochmal erweitern. Ich könnte da jetzt... oh Gott, wo stelle ich das doch gleich ein? Twitch help, please. Ist das hier? Nein, ist das hier? Ja. Kann tatsächlich noch irgendwo was dazu. So, wo habe ich das denn? Hier, Edit. Ach, sie gucken, ob ich da überhaupt noch so... Ah doch, da ist noch Platz. So. Den Clicker Heroes Rap für Kanalpunkte anbieten, den kriege ich halt live, glaube ich, einfach nicht mehr hin. Der ist halt an einer Stelle so schwierig zu atmen. Also da habe ich so, um das in die Folge zu kriegen, ja schon allein irgendwie 12 Takes gebraucht, um das vernünftig aufzunehmen. Also den müsste ich, wenn, vorher massiv üben. Abgesehen davon ist der halt nicht auf der Uke. Schrei nach Liebe. Kann zumindest mit Akkorden nicht so schwer sein. Oh Gott, wie spiele ich den? Ist das... Kurz ruhig. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich artizukulieren. Artizukulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit.
Oh. Ich glaub, der Akkord ist noch falsch. Warte. Der passt, glaube ich, nicht. Nee. Oh Gott, wo ist denn die Seite mit den Ukulelen-Chords? Hier. Basic Chords. Nee, das ist auch nicht die, die ich habe. Oh Gott, scheiße. Wenn man einmal den Link wegschmeißt, ne? Unglaublich. Ist es der? Nee. Der Link war so gut. Warum habe ich den gelöscht? So. Doch, es war total der richtige. Voll den richtigen Akkord gegriffen. Passt nur auf der Uke nicht so ganz, weil das eigentlich die Gitarrenakkords sind. Aber deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Ja, passt noch nicht so ganz vom Gesang, aber so ungefähr kommt's hin. Geht halt. Ist halt letztendlich auch nur so vier Akkorde Lied. Also jetzt die konkreten Tabs zu spielen, ist was anderes, aber so Akkorde geht immer. So, will ich für den. Ah, der 25er Boss ist auch Armored, ne? Ich darf für Krull reinhauen. Weil die Frage gerade im Chat aufkam: Krull Stacks. Es geht prinzipiell um Asaka Gold Farm. Und Krull hat quasi einen Debuff, den er auf Monster applyen kann, wodurch sie mehr Gold droppen und das kann halt stacken. Bis zu 40 Mal, wodurch sie dann halt absurd viel mehr Gold droppen. Ist halt nur relativ schwierig, da 40 Stacks drauf zu kriegen. Also ist halt sehr, sehr luck-based, um es kurz zusammenzufassen. So, kann mir eigentlich wer verraten, warum bei Melf der Hintern blinkt? Warum hat sie ein Port hat er ein Portal an seinem Hintern? The hell? What is this? Das hatte ich vorhin auch schon. So, abgesehen davon müsste ich jetzt mal den Text von einem Tag finden. Ist der hier mit bei? Ist der hier mit bei? Jo. There we go. Ich glaube, ich muss vorher. Ah, nee. Nee, das geht. Alles gut. Alles gut. Passt soweit alles. So, dann kann die Uke aber erstmal wieder. Gott, ich. Wie lange machst du heute noch? Bis das Variant durch ist, also noch 10 Areas, dann den für Punkte eingelösten Song auf der Uke und dann bin ich raus. 10 Minuten vielleicht. Alles soweit. Spaß jetzt für den nächsten Song. Vielen Dank.
ist kurz, kann man die Streamzeit für Kanalpunkte kaufen? Ich weiß nicht, wenn du mir alternativ Freizeit bzw. mehr Stunden pro Tag auch für Kanalpunkte kaufen kannst, dann gerne. Ich muss heute leider auch noch ein bisschen was erledigen. Ich muss mich halt leider noch ein bisschen um den Haushalt kümmern und habe auch noch einen ganzen Batzen Scheiß auf Festplatte liegen, den ich auch noch mal rendern und hochladen muss, was da einfach seit Wochen liegt. Was halt eigentlich Vorproduktion ist, was ich längst mal erledigt haben wollte. Abgesehen davon kriege ich langsam Hunger und würde gerne was Ernsthaftes essen. Streamzeit für Haushaltspunkte, ja quasi. Okay, dann hat sich die Frage nach Krull aber zumindest gerade erübrigt. Packen Krull offenbar nicht rein. Wir hoffen, dass wir jetzt nicht verrecken. Was sollte eigentlich passen? Sieht auch ganz gut aus. Alrighty. Ja, dann haben wir doch ganz gut was geschafft, würde ich sagen, oder? Was ist denn hier das am wenigsten krebsige Freeplay? Vermutlich das erste, oder? Gibt's hier irgendwelche Blessings, die sagen, ich sollte möglichst viel Outdoors sein oder so? Muss ich mal kurz nachgucken. Wie sieht es eigentlich mit dem Overlay aus? Bald neue Gems statt in Evergreens. Ja, hatte ich tatsächlich schon überlegt. Ich muss mal gucken, ob der GIF-Download im Data Viewer wieder funktioniert. Der hat ja bei mir ewig nicht geklappt. Muss mal schauen, ob das wieder funktioniert. Dann mal gerne. Le Blessings für Helms. Nee. The Base Dam. Of Champions in the Middle Column? Warum habe ich denn den eigentlich immer nach vorne gepackt? Ach so, es sind zwei mittlere, ne? Ja, ist alles total gut. Unique Rays, Rogues, Bards and Wizards, Altis. Outdoors. Okay, also theoretisch was nehmen, was viel Outdoors ist. Was hat denn bei Helms mal möglichst viel Outdoors? Dragon Heist. Okay, das erste hat relativ viel Outdoors, das zweite auf jeden Fall schon weniger. Trollscar Manor mit Sicherheit nicht. Nur einen falschen Button geklickt, fuck. Dinnerparty wird mit Sicherheit indoors sein. Botched Kidnapping weiß ich gerade nicht. Was ist denn mit Hopelessly Lost und mit dem hier? Ah, das ist ungefähr wie das erste. Also tendenziell schon das erste. Das ist alles Underground. Das ist auch alles Underground, okay. Also theoretisch können wir hier auch gleich resetten, wenn wir schon dabei sind, ne? Wobei, läuft eigentlich noch mit Click-Damage für mindestens 30 Areas. Passt schon. Guti, dann machen wir das Freeplay mal ganz entspannt hier. Oder doch bei Building Trust, ist glaube ich total egal. Ich glaube, es macht einfach keinen nennenswerten Unterschied. Wir hätten halt fast ein Vajra-Freeplay noch draus machen können, ne? Oh wait, warte. Nein, ah, nicht Timegate. Geh weg. Wer hat den Perk für Outdoors? Ah, er hat für Underground. Und da ist egal. Okay, nein, dann machen wir ein ganz normales. Wir machen kein Patreon-Freeplay. Gut, du musst da weg. Du musst da hin. Ja, noch. So, und auch da möchte ich dann, glaube ich, auf jeden Fall eine Speed Potion haben. Wobei Speed Potion macht es dann schon schwieriger, für Gold Formation ein Monster zu isolieren. Tendenziell, aber egal. Mehr Speed.
So, dann würde ich jetzt für die Aufnahme erstmal sagen, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.